Ja, einen schönen guten Nachmittag. Wir haben heute wieder einen spannenden Tag im Ibiza-Untersuchungsausschuss. Unser Untersuchungsgegenstand ist ja die mutmaßliche Käuflichkeit der türkis-blauen Bundesregierung. Und heute haben wir einen echten Insider als Auskunftsperson hier, den damaligen und auch jetzigen Bundeskanzler Kurz, auch bekannt als das Oberhaupt der türkisen Familie und eine der wesentlichen Erkenntnisse dieses und auch wirklich überraschenden Erkenntnisse dieses Untersuchungsausschusses ist ja, wie dieses türkise System funktioniert hat, wie hier die türkise ÖVP Kurz und seine Partie einen Staat im Staat aufgebaut haben, Parallelstrukturen zu den anderen für sich vorgesehenen Strukturen, oberste Organe, Minister und so weiter, wie hier parallele Strukturen aufgebaut wurden. Und Kurz über diese parallelen Strukturen de facto Entscheidungen in allen Ministerien getroffen hat. Und besonders überraschend war, ist, dass dieses System und diese Struktur auch noch in der Übergangsregierung jedenfalls teilweise funktioniert hat und auch hier Kurz mehr Informationen bekommen hat über das Wirken der Kabinettsmitarbeiter als teilweise die Minister selbst. Das heißt, diesen Staat im Staat, diesen türkisen Staat im Staat, um den wird es natürlich heute gehen. Und das ist wahrscheinlich so das Kernfinding dieses Untersuchungsausschusses. Und das hat natürlich auch dem gesamten Verlauf dieses Untersuchungsausschusses eine Wende gegeben, weil wir natürlich reingegangen sind in den Untersuchungsausschuss. Das ist ein FPÖ-Skandal. Und im Zuge des Untersuchungsausschusses hat sich einfach wirklich herausgestellt, dass die Türkisen in Wahrheit in allen Fragen die Fäden gezogen haben und dass es hier eine türkise Familie gibt und das Oberhaupt dieser Familie ist heute im Untersuchungsausschuss zu Gast. Und die vielleicht noch eine kleine Information, die wir bekommen haben, ist, dass ein anonymer Anzeiger angeblich mit den Initialen A.H., aber ich weiß es nicht, es ist wie gesagt ein Gerücht, vor wenigen Tagen eine Anzeige eingebracht hat gegen Kurz wegen Nötigung der katholischen Kirche. Offenbar geht es darum, dass man hier Kurz die Möglichkeit geben will, sich zu entschlagen. Er hat ja bis jetzt öffentlich nicht Stellung genommen zu den Kirchenchats, vor allem zu seiner Rolle. Wir wissen ja, dass er beauftragt hat, das Finanzministerium hier die die Bischofskonferenz aufzusuchen und Druck auf sie zu machen. Und wir kennen ja die Chats zwischen ihm und Schmidt, wo der Schmidt meint, heute ist dieser Termin und Kurz sagt, ja, bitte Vollgas geben. Und nachher die Erfolgsmeldung unter Anführungszeichen kommt von Herrn Schmidt. Die waren total fertig, zuerst waren sie rot, dann wurden sie immer blässer und am Schluss haben sie gezittert. Und Kurz antwortet, danke, super, danke vielmals. Also man kennt ja diesen Chat und der Kurz hat bis heute öffentlich dazu nicht Stellung genommen. Und das wäre jetzt natürlich die Gelegenheit gewesen im Rahmen des Untersuchungsausschusses. Aber wie gesagt, angeblich hat ein anonymer Anzeiger, angeblich mit den Initialen A.H., hier eine anonyme Anzeige eingebracht. Und wir gehen davon aus, dass das absichtlich ist, weil Kurz einfach nicht Stellung nehmen will dazu. Zu diesen Chats und dass er hier versuchen wird, sich zu entschlagen. Ich gehe davon aus, dass das mit dem Herrn Sobotka auch abgesprochen ist, was natürlich schade ist, weil ganz Österreich will endlich wissen, wieso Kurz hier diesen Auftrag gibt, die römisch-katholische Kirche einzuschüchtern. Und er hat bisher vermieden, auch nur ein Wort in der Öffentlichkeit darüber zu verlieren. Und offenbar versucht die ÖVP ihn auch im Untersuchungsausschuss und der Wahrheitspflicht zu schützen davor, indem sie da irgendeine eine billige Anzeige machen, um hier zu hoffen, dass der Sobotka ihm dann die Entschlagungsmöglichkeit gewährt. Also mit dem muss man jetzt rechnen. Dieses Gerücht hat uns aber erst vor wenigen Minuten erreicht. Gibt es noch Fragen? Weil sonst, bitte. Nein, an und für sich nicht, weil Entschlagungen aufgrund eines Aussagedelikts gemäß Zivilprozessordnung sowieso nicht möglich sind. Im Untersuchungsausschuss das Recht von Zivilprozess hier nachgezeichnet ist. Es ist aber so, dass darüber am Ende des Tages der Vorsitzende Sobotka entscheidet und der hat in der Vergangenheit auch schon gegen diese Rechtsnormen entschieden. Das stimmt.
Aber die Falschaussage ist ja eine sehr enge Frage, nämlich da geht es um Übergesetzwerdung, Bestellung Aufsichtsrat und Bestellung Vorstand. Und alles andere ist ja nicht umfasst davon. Und die Kirchenchats garantiert nicht. Insofern musste hier offenbar ein A.H. angeblich eine anonyme Anzeige einbringen, damit man hier einen Entschlagungsgrund konstruieren kann. Wir werden das sicher nicht unkommentiert zur Kenntnis nehmen. Angeblich A.H., aber das ist ein Gerücht, wie gesagt. Anton Punkt und H wie Heinrich. Aber das ist, wie gesagt, ein Gerücht, ja. Das ist ein Gerücht. Also wir wissen offiziell gar nichts von dieser Anzeige. Das ist alles noch eine inoffizielle Information. Aber wir gehen davon aus, dass wir sie am Beginn der Sitzung jetzt bekommen werden. Ich bin auch schon von Journalisten darauf angesprochen worden, dass es das gibt. Also das ist nicht nur ein Gerücht, das hier unter Abgeordneten kursiert, sondern das dürfte schon einen wahren Hintergrund haben. Gut, gibt es noch Fragen? Weil sonst gebe ich weiter. Dankeschön. Wen wollt ihr als nächstes? So, jetzt der SPÖ-Fraktionsführer Kai-Jan Greiner erwartet sich eben heute sehr viel von der Befragung von Bundeskanzler Sebastian Kurz. Die SPÖ würde ihn gerne heute auch befragen zu diversen Chats bezüglich Kirchenbestellungen. Und wir schalten jetzt wieder zum Ibiza-Untersuchungsausschuss. Der hier nicht das letzte Mal im Untersuchungsausschuss begrüßen dürfen. Ich hätte sich alles, können Sie mir glauben, schon sehr, sehr vermisst. Und zum zweiten Mal ist der Bundeskanzler heute als Auskunftsperson da. Er ist ja die einzige Auskunftsperson, der seiner heutigen Ladung gefolgt ist. Ich will Sie aber da gar nicht lange mit Details noch aufhalten. Wir haben jetzt ohnehin über 4 Stunden Zeit. Und ich sage Ihnen lieber, was ich hoffe, was heute nicht passiert. Ich hoffe, es gibt heute keine Entschlagungsorgie. Ich hoffe, wir hören heute die Ausrede nicht. Oh, das Verfahren ist so groß, ich weiß gar nicht, was man mir alles vorwirft. Und ich hoffe auch nicht, dass wir heute die Ausrede hören, ich bin noch gar nicht einvernommen worden und deswegen muss ich mich entschlagen. Klammer auf, weil man ja bisher selber nicht zur Einvernahme gekommen ist. Weil tatsächlicherweise, Gernot Blümel hat das ja auch kürzlich bei uns im Untersuchungsausschuss, als er hier war, also letzte Woche, probiert. Und diese Art, glaube ich, ist nicht sehr gut angekommen, weder im Parlament und schon gar nicht in der Öffentlichkeit und bei der Bevölkerung. Der Bundeskanzler hat, und da nehme ich ihn beim Wort, gesagt, er möchte für Aufklärung sorgen, und zwar 7 Tage die Woche und allumfänglich. Und ich nehme ihn beim Wort, selbst wenn jetzt da eine ominöse neue Anzeige dazugekommen ist, wo es angeblich um versuchte Nötigung und Erpressung gegen Vertreterinnen und Vertreter der katholischen Kirche geht. Ich hoffe also, meine Befürchtung, die ich Ihnen alle aufgezählt habe, zu den Entschlagungen sind unbegründet und dass wir einen fruchtbaren Auskunftstag vor uns haben. Und zuletzt möchte ich noch sagen, weil ich das heute in den Salzburger Nachrichten gelesen habe und das hat mir eigentlich sehr, sehr gut gefallen. Die Überschrift des Artikels war es, es geht heute um Antworten, es geht um Respekt und es geht darum, auch die Chance zu nutzen, das Bild der österreichischen Politik zurechtzurücken. Und ich glaube, das trifft sehr, sehr gut auf den Punkt. Haben Sie noch Fragen? Das ist nicht der Fall. Folgt ist, es wäre ja auch Ex-FPÖ-Chef und Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache geladen gewesen, aber wegen eines Bootsunglücks in Kroatien konnte er dieser Einladung nicht nachgehen. Kurz. Fast vor einem Jahr haben wir seine erste Befragung hier erleben können und wir müssen ihn heute nochmal befragen. Das liegt nicht an uns, das liegt an ihm, weil er uns bei seiner ersten Befragung in den Antworten nicht die Wahrheit gesagt hat. Sie wissen, damals mussten wir quasi ins Blaue hinein befragen, weil Akten aus dem Kanzleramt uns noch nicht oder kaum vorlagen. Die wurden erst nach entsprechender Aufforderung des VfGH geliefert. Den beruflichen Kalender,
Die beruflichen Mails, die Handynachrichten beruflicher Natur des Kanzlers haben wir bis heute nicht, denn die hat er ja alle gelöscht. Dies entgegen aller Archivierungspflichten laut dem bestehenden und geltenden Archivierungsgesetz. Ordentlich dokumentiert wurde unter der Regierung Kurz I, nämlich anscheinend offensichtlich fast nichts. Damit hat uns Kurz in der ersten Befragung überrascht, dass hier fast alles gelöscht wurde. Und dementsprechend konnten wir dem Kanzler nichts Schriftliches entgegenhalten. Danach hat sich das ja geändert, nachdem wir uns mit fragen mussten, warum wurde hier so unseriös vorgegangen und kaum etwas archiviert. So arbeitet man doch nicht, wenn man nicht etwas zu verbergen hat. Dann kam der Umschwung, weil die geglaubt gelöschten Chats von Thomas Schmid auftauchten. Und nur deshalb wissen wir jetzt, dass uns der Kanzler damals nicht die Wahrheit gesagt hat. Nur deshalb wissen wir jetzt, was wir damals vermutet haben. Nämlich, dass Kurz selbstverständlich mittendrin statt nur dabei war, als es darum ging, dass Schmid eh alles kriegt, was er wollte. Als die schon am Posten im schlechtesten Stil an die Familie verschachert wurden. Als sich die türkise Familie den Staat hier unter Steuergeld aufgeteilt hat, als sei es ihr Privateigentum. Und heute würden wir gerne von Sebastian Kurz wissen, warum er das getan hat. Der Kanzler sagt immer so gern, ja, ich war ja nicht auf Ibiza. Das stimmt, aber nur weil man Slimfit-Anzüge trägt statt zu enger T-Shirts, wird der Stil nicht besser. Das ist trotzdem ganz alter Stil, den wir hier erleben. Und es geht darum, was man tut. Und es ist einfach unerträglich, dass wir auch 2 Jahre nach Ibiza nicht ausschließen können, dass sich Geldgeber in Österreich Gesetze und hohe Posten kaufen können. Dass mehr denn je noch immer gilt, wen man kennt und nicht, was man kann. Und dass die unabhängige Justiz behindert wird, sobald sie gegen prominente ÖVP-Politiker und ihre Familie ermittelt. Ich bin gespannt, ob Sebastian Kurz heute sich besinnt, dass er sich, wenn er vor einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss aussagen muss, nicht von dem, der ihm so lästig Opposition für sein politisches Handeln hier nicht verantwortet. Wir vertragen hier nicht als einzelne Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, sondern Vertretung aller Staatsbürgerinnen und Staatsbürger und fordern in deren Vertretung hier Aufklärung ein, insbesondere, dass er sein Handeln hier von A bis Z erklärt. Danke. Soweit die NEOS-Fraktionsführerin Stefanie Crisper und wir warten jetzt noch auf Andreas Hanger von der ÖVP. Er dürfte jetzt auch gleich in Kürze seinen Auftritt haben. Heute eben einer der letzten Verhandlungstage im Ibiza-Untersuchungsausschuss und hier ist schon Andreas Hanger. Damen und Herren, auch von meiner Seite einen schönen guten Mittag oder Nachmittag. Möchte beginnen mit einer kurzen Replik auf gestern. Ich habe Ihnen gestern schon den Satz vorgelesen, es gehört zu den grundlegenden Rechten gemäß Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention, dass Bürger im privaten Freundeskreis Meinungen und Gedanken austauschen können, ohne befürchten zu müssen, dass staatliche Behörden und ohne gesetzliche Grundlage diese Kommunikation an Dritte übermitteln. Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention. Und wir wissen ja gestern einmal mehr, dass dieses Grundrecht durch den Untersuchungsausschuss mehr als verletzt wird. Wir haben gestern die Gelegenheit gehabt, einige private, nur ausgewählt, der Frau Justizministerin vorzulegen. Sie konnte weder einen Zusammenhang mit abstrakten Relevanz herstellen und schon gar keinen Zusammenhang oder ausschließen, dass diese Kommunikation eben nicht privat sei. Und durch den neuen Rechtsrahmen, sie hat auch selber Bezug darauf genommen, es gibt einen neuen Rechtsrahmen durch das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs, ist einfach eine Rechtssicherheit da in Österreich und diese Rechtssicherheit gehört dringend beseitigt. Weil es ja nicht so sein kann, dass jeder Mann, jeder Frau fürchten muss in Österreich, dass private Kommunikation irgendwann im Untersuchungsausschuss landet, durch ein sehr schwaches Informationsgesetz, das mittlerweile alle eingestehen. Ich erinnere an den Höhepunkt, die NEOS haben sogar Dokumente der Informationsstufe 2 rechtswidrig an Medien gespielt, das mussten sie dann am nächsten Tag zugeben. Also wir haben diese Problematik des Rechtsrahmens durch den Verfassungsgerichtshof, auf der anderen Seite dieses schwache Informationsordnungsgesetz. Und die Frau Justizministerin, das muss ich schon auch noch in aller Deutlichkeit festhalten, überhaupt gar keine Antwort zu bieten hat, wie wir mit dieser Verletzung der Grundrechte umgehen. Und das halte ich für mich schon für einer der zentralen Erkenntnisse des Untersuchungsausschusses, dass wir so nicht mehr weiter tun können.
Es kann nicht sein, dass jeder Private rechnen muss damit, dass private Kommunikation öffentlich wird. Das halte ich schon für ein sehr großes Problem, deren Lösung wirklich ansteht. Aber jetzt zum heutigen Tag. Ich habe nicht geglaubt, dass der Abgeordnete Greiner noch tiefer in den Schmutzkübel hineingreift. Wir wissen von ihm seit Wochen und Monaten, sein einziges Ziel ist es, zu skandalisieren, zu unterstellen, mit Dreck durch die Gegend zu werfen. Und heute überleben wir noch einmal einen neuen Höhepunkt. Hat schon gestern damit begonnen, dass der Herr Bundeskanzler bekannt gegeben hat, welche Vertrauensperson er mitnehmen wird in den Untersuchungsausschuss. Es ist ein Grundrecht jeder Vertrauensperson, jeder Auskunftsperson zu entscheiden, welche Vertrauensperson nehme ich mit. Eine Stunde später kommt das Ladungsverlangen von Herrn Abgeordneten Greiner, um damit ausschließen zu wollen, dass der Bundeskanzler seine Vertrauensperson mitnimmt. Ganz schräg wird es dann, wenn wir ihm anbieten, naja, wenn der Herr Suppan kommen will, dann soll er kommen. Wir haben nichts dagegen. Wir sagen 9 Uhr. Und auf einmal sagt dann der Herr Kollege Greiner, nein, 9 Uhr ist nicht interessant für uns, wir verzichten doch. Also das ist doch der beste Beweis dafür, dass ihm gar nicht um die Befragung vom Herrn Anwalt Suppan gegangen ist, sondern dass es ein taktisch letztklassiges Spiel einmal mehr gespielt hat. Und diese Methoden sind eines Parlamentariers unwürdig. Der Herr Abgeordnete Greiner ist eine Schande für den Parlamentarismus. Ich habe das schon mehrmals gesagt, aber möchte das noch einmal unterstreichen. Aber was er jetzt abliefert, kurz bevor der Herr Bundeskanzler gefragt wird, wenn er quasi in den Raum stellt, es gibt eine anonyme Anzeige eines A.H., darf ich Sie fragen, wen er da gemeint hat? Und ich sage Ihnen ganz in aller Entschiedenheit, ich behalte mir auch rechtliche Schritte vor. Das lasse ich mir nicht bieten, abgesehen davon, dass das politisch letztklassig ist, weil natürlich diese anonyme Anzeige, wir sind selber erst vor 10 Minuten darüber informiert worden, übrigens diese Anzeige nicht einmal nur ein bisschen Substrat hat in der strafrechtlichen Relevanz. Also wir weisen sie auch inhaltlich stark zurück. Aber ganz schlimm sind diese politischen Methoden, mit denen hier der Abgeordnete Greiner agiert. Aber wir haben eine Situation, dass dieses Thema längst ausgeräumt ist im politischen Diskurs vom Herrn Bundeskanzler mit der katholischen Kirche. Das ist längst vom Tisch. Man muss auch Dinge ausräumen und bereinigen können. Aber was passiert? Es wird wieder aus der Dreckkiste gegriffen. Es werden anonyme Anzeigen in den Raum gestellt. Genau dann, wenn der Herr Bundeskanzler in die Befragung kommt. Bin insofern überrascht, weil ich hätte ja vermutet, dass irgendwelche Chats jetzt wieder zitiert werden. Heute offensichtlich gibt es keine Chats mehr, aus denen man entsprechend zitieren kann. Deshalb greift man in eine andere Schmutzkiste. Der Abgeordnete Greiner, sein Verhalten ist wirklich letztklassig. Ich empfehle ihn vielleicht auch wirklich einmal einen Psychiater aufzusuchen, weil was hier da an Trauma abliefert im Untersuchungsausschuss, das geht gar nicht. Das ist eines Parlamentarismus, eines Untersuchungsausschusses unwürdig. Letztlich zerstört er auch dieses Kontrollinstrument. Er zerstört das politische Klima in Österreich. Wir brauchen da eine viel bessere Debattenkultur, ein viel besseres Niveau in der politischen Auseinandersetzung. Aber nur so, wie der Kollege Greiner agiert, so geht es nicht. Und das weise ich in aller Entschiedenheit zurück. Zur heutigen Befragung vielleicht noch ganz kurz. Letztlich ist es mir auch ein Anliegen, mich beim Herrn Bundeskanzler zu bedanken, dass er kommt. Sie wissen, in den letzten Tagen haben sich ja unglaublich viele Auskunftspersonen entschlagen. Auch der Bundeskanzler hätte die Möglichkeit gehabt, auf Auslandsreise zu sein oder wo auch immer. Er stellt sich dieser Verantwortung und auch von unserer Fraktion größter Respekt. Auch ein Danke dafür. Wir sehen übrigens dieser Befragung sehr, sehr gelassen entgegen. Wir haben überhaupt gar keine Erwartung in einen Erkenntnisgewinn. Es werden wahrscheinlich die gleichen Fragen wieder gestellt werden, aber dieses Resümee werde ich dann nach der Befragung noch ziehen und da sind Sie dann hoffentlich noch da. Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. Bitte. Nein, definitiv nicht. Ich habe in aller Entschiedenheit das zurückgewiesen. Und ich finde es eine Frechheit, wenn man mit dem Punkt A.H. quasi in den Raum stellt, ich sei das gewesen. Diese Anzeige kommt natürlich nicht von uns. Sie ist auch inhaltlich schwachsinnig aus meiner Sicht. Also werde ich es natürlich nicht eingebracht haben. Also Sie kennen die Anzeige? Ich habe vor 5 Minuten Information darüber bekommen, dass es eine neue anonyme Anzeige gibt, weil wir natürlich entsprechend darüber informiert werden, weil natürlich die Frage der Entschlagungsrechte dann wieder diskutiert werden wird. Das ist ja sowieso die absurdeste Situation im Untersuchungsausschuss. Die Kollegin Greiner, der Kollegin Crisper, die haben insgesamt mittlerweile 9 Anzeigen eingebracht zu sehr vielen Personen. Diese Personen kommen dann in den Untersuchungsausschuss, nehmen natürlich dieses Recht in Gebrauch, sich zu entschlagen. Und dann gibt es wieder die große Kritik, wieso man sich entschlägt. Also absurdere Argumentationslinie kann ich überhaupt nicht erkennen. Auch diese Vorgangsweise weise ich entschieden zurück.
Vergabe bitte. Wir haben nur Information darüber, dass es eine anonyme Anzeige gibt. Es geht um diese Chats, die im Zusammenhang mit Gesprächen mit dem Herrn Schipka stattgefunden haben. Mehr kann ich Ihnen dazu leider auch nicht sagen. Gut, wir sehen uns dann danach. Vielen Dank. Soweit der Ibiza-Fraktionsführer von der ÖVP, Andreas Hanger. Auch er hat noch einige Fragen, und genauso wie sein Kollege von der FPÖ, Christian Hafenegger. Das gespießt in der Darstellung vom Kollegen Hanger, der gerade erklärt hat, er sieht der Befragung heute sehr gelassen gegenüber. Also ich habe den Eindruck gehabt, er ist ziemlich auf Betriebstemperatur, das nur nebenbei. Aber Sie haben jetzt wieder Lamento Nummer 55 gehört. Heute ist der 55. Sitzungstag. So schaut die Gelassenheit bei der ÖVP aus. Ich möchte nur ganz kurz ein paar Sachen ausräumen, die der Kollege Hanger gerade gesagt hat. Er hat gesagt, es gibt keine Chats mehr. Stimmt nicht, es sind welche angeliefert worden. Also es wird noch interessant, die durchzugehen. Er hat auch gesagt, es gibt keine neuen Ergebnisse. Das würde ich so nicht sehen, ja, weil gerade wenn wir uns jetzt anschauen, wie es jetzt um die Falschaussage vom Herrn Bundeskanzler Kurz bestellt ist, ich glaube, das ist ein Thema, das man wirklich abhandeln muss. Und wenn hier auch im Zuge der Ermittlungen angeschaut wird, ob es tatsächlich diese Drucksituation im Untersuchungsausschuss gegeben hat, von der Herr Bundeskanzler immer aus meiner Sicht fantasiert hat, ja, dann ist es schon wichtig, dass man feststellt, die gab es nicht. Ja. Das heißt, er hat wirklich freiwillig aus freien Stücken dort die Unwahrheit gesagt, und das muss man auch einmal so beim Namen nennen. Also ich habe schon den Eindruck, dass die ÖVP heute noch mal ganz, ganz massiv wie eine Trinkende um sich schlägt, und ich bin schon sehr gespannt, was diese der letzte Teil sozusagen in der ÖVP-Familienaufstellung im Untersuchungsausschuss heute mit sich bringen wird. Vielleicht noch eines zum Thema Vertrauensperson. Also da muss man schon einmal überlegen, wie perfide die ÖVP das eigentlich aufsetzt und was sie uns eigentlich damit auch aufoktroyiert. Also wenn die ÖVP den Herrn Suppan als Vertrauensperson vom Herrn Bundeskanzler Kurz mitnimmt, dann haben wir hier erstens einmal jemanden, der Verfassungsrichter ist, das heißt, der darüber abstimmt, ob wir gewisse Materialien in den Untersuchungsausschuss geliefert bekommen oder nicht. Dann haben wir den Herrn Suppan mit einem zweiten Hut, das ist der des Parteianwaltes, was ja grundsätzlich auch nicht unspannend ist. Ich kann mich erinnern an den Herrn Böhmdorfer, der ist damals nicht zugelassen worden mit ähnlichen Argumenten, muss man auch einmal ganz klar sagen. Und was für mich am schwersten wiegt, ist der Umstand, dass der Herr Suppan massiver Aktenbestandteil ist. Ich darf noch einmal darauf verweisen, der Herr Suppan wird mit dieser Geschichte in Verbindung gebracht, dass man, glaube ich, 2016 Haarbüschel von Heinz-Christian Strache ankaufen wollte. Das soll sich alles in der Kanzlei vom Herrn Suppan abgespielt haben. Damals ging es darum, um ihm einen etwaigen Drogenkonsum nachzuweisen. Die ÖVP hat damals sogar Geld geboten. Also alles ist Aktenbestandteil. Und genau dieser Herr sitzt nicht im Verfassungsgerichtshof und entscheidet über Belange des Untersuchungsausschusses, sondern er sitzt jetzt auch als Vertrauensperson drinnen und ist eigentlich Teil des Untersuchungsgegenstands, muss man schon sagen. Und jetzt haben wir natürlich zwei Möglichkeiten. Also entweder wir schließen den Herrn Suppan aus und lassen damit auch den Herrn Kurz heimgehen, weil nichts anderes würde er dann machen, wenn wir ihm die Vertrauensperson ausschließen, oder wir akzeptieren ihn. Aber ich kann Ihnen jetzt schon sagen, dass man damit ein Priorität schafft in diesem Untersuchungsausschuss, dass man de facto überhaupt keine Auskunftsperson mehr ausschließen wird, keine Vertrauensperson in Zukunft mehr ausschließen wird, weil man es jetzt deswegen so durchgehen hat lassen, um die ÖVP auch zu befragen. Das heißt, im Umkehrschluss hätten wir das so durchgezogen, könnte jeder ÖVPler mit dem Herrn Suppan kommen und wieder nach Hause gehen, weil wir ihn ausschließen würden. Also das ist genau der Punkt und das ist genau die Krux, mit der man uns seitens der ÖVP hier im Untersuchungsausschuss befasst. Und das ist auch das Spiel, das die ÖVP immer wiederum spielt. Wenn der Herr Hanger vorhin auch davon gesprochen hat, der ist total glücklich und froh, dass uns der Herr Bundeskanzler heute beehrt, ja, dann ist ja das aus meiner Sicht jetzt kein außerordentlicher Feiertag, sondern der Bundeskanzler dieser Republik, der ein maßgeblicher Entscheidungsträger ist, was die Untersuchungsgegenstände betrifft, der sogar in den meisten Dingen hauptverantwortlich dafür ist. Das ist eine verdammte Pflicht, dass er in den Untersuchungsausschuss kommt und uns hier Rede und Antwort steht. Das als Großleistung darzustellen, ist auch nur etwas, was der ÖVP gelingt. Zur heutigen Befragung. Es gibt einige Punkte, die für uns offen sind, die wir versuchen werden auch entsprechend aufzuarbeiten. Das ist einmal zum einen der Komplex rund um die Budgeterhöhung im Außenministerium. Sie wissen, da gab es ja diesen unsäglichen Chat von Thomas Schmidt, der da Geldmittel für Sebastian Kurz freigemacht hat.
die schlussendlich ja dazu gedacht waren, um innerparteilich innerhalb der ÖVP die Macht zu übernehmen, um den Herrn Mitterlehner herauszumoppen. Das ist ja mit dem Geld auch passiert. Man hat ins Rate geschalten, den Herrn Kurz als Person sozusagen mehr in den Mittelpunkt gestellt und medial auch aufgewertet. Das ist mit dem Geld passiert. Jetzt kann die ÖVP wegmoppen, wem sie möchte, innerhalb ihrer Partei. Das ist mir grundsätzlich vollkommen egal, aber nicht mit Steuergeldern. Das heißt, da werden wir mal ein paar Fragen dazu stellen. Ein weiterer Themenkomplex, der uns interessieren wird, ist jener, wo es darum geht, dass der Herr Kurz Einblick genommen haben soll in die Ermittlungen rund um den Stadterweiterungsfonds. Sie wissen, das ist also diese Geschichte, wo zwei ÖVP-nahe Polizisten in den Verdacht geraten sind, hier Mittel aus dem Stadterweiterungsfonds herausgenommen zu haben und für ÖVP-nahe Projekte zur Verfügung gestellt zu haben. Das Verfahren ist eingestellt worden, aber nichtsdestotrotz sind ja einige Dinge im Unklaren geblieben und diese Einstellung ist auch sehr, sehr eigenartig abgelaufen. Und wie gesagt, wenn es eine Lappalie gewesen wäre, warum lasste der Bundeskanzler genau diesen Akt aus dem Justizministerium herbeischaffen? Also auch das ist etwas, was uns interessiert. Zu den Falschaussagen, das haben wir vorher schon besprochen. Also aus meiner Sicht war es eine klare und gezielte Falschaussage vom Herrn Bundeskanzler im Untersuchungsausschuss, wie er das kleinreden wollte, seine Rolle im Zusammenhang mit der Bestellung des ÖPAG-Chefs Schmidt. Wir wissen, dass er mittendrin statt nur dabei war. Also auch das noch ein Thema im Rahmen unserer Möglichkeiten, das wir bearbeiten wollen. Ein weiteres Thema wird sicherlich sein, eine parlamentarische Debatte, die wir schon geführt haben. Da geht es schlussendlich darum, was hat Kurz für Novomatic in Italien erledigt. Sie wissen, es gab die Steuerschuld, 80 Millionen Euro, die wurde reduziert um 60 Millionen Euro auf schlussendlich nur mehr 20 Millionen Euro. Das heißt, was ist in diesem Gespräch mit dem Außenminister von Italien passiert? Sie wissen, wir haben mit der Lega bereits Kontakt aufgenommen. Das ist ein Fall, der auch in Italien mittlerweile große Kreise zieht, wo auch das italienische Parlament mittlerweile daran interessiert ist, diese Vorgänge zu untersuchen. Logisch, auch mich würde es interessieren, wo 60 Millionen Euro an Steuergeldern hinkommen und was da im stillen Kämmerlein unter vier Augen ausgemauschelt worden ist. Eine Frage, die wir sicherlich auch aufarbeiten wollen, ist die Aussage von Julian Hessenthaler im Wirecard-Untersuchungsausschuss. Also auch da gab es ja Vermutungen oder Behauptungen vom Herrn Hessenthaler. Er würde Videomaterial kennen, das ÖVP-Spitzen im Hinterzimmer vom Hof zeigt, wo Suchtgift konsumiert wird. Also auch da hätten wir gerne unter Wahrheitspflicht seine Wahrnehmungen dazu oder ob er uns das irgendwie erklären kann. Im Zusammenhang mit Wirecard steht auch ein weiterer Themenbereich, und zwar geht es da konkret um den Think Tank des Bundeskanzlers, Think Austria. Also auch da gibt es ja Verknüpfungen mit Wirecard. Sie wissen, der Wirecard-Chef Markus Braun ist ja auch Mitglied dieses Think Tanks gewesen und das, bis er eigentlich verhaftet worden ist, also bis in die jüngere Vergangenheit, und da gab es natürlich rege Austausche, und wir haben auch den Eindruck, dass hier das eine oder andere Staatsgeheimnis den Besitzer gewechselt hat. Also dazu werden wir auch den Herrn Bundeskanzler befragen. Ja, Rande interessiert uns vielleicht dann auch noch, weil er ja auch in diesen Chat mit einbezogen war, was die Reise vom Herrn Schmidt mit dem Herrn Dichand nach Afrika, was es damit auf sich hatte. Also auch da erwarten wir uns vielleicht noch ein bisschen Licht im Dunkel. Und am Ende werden wir vielleicht auch noch, wenn die Zeit reicht, und ich fürchte aber mit dieser Latte an Fragen werden wir ohnehin nicht durchkommen, das zeigt uns die Erfahrung. Nichtsdestotrotz würde uns natürlich auch die Causa Löger interessieren. Auf der einen Seite, was hat es mit diesen Parteispenden von Unica und der ÖVP auf sich, und auf der anderen Seite mit der verratenen Hausdurchsuchung. Gibt es Fragen Ihrerseits? Ja, aber es ist mit einem anderen Verfahren zusammengelegt worden. Das heißt also, es ist nicht der Kern dieses Themas übrig geblieben, hat einige juristische Winkelzüge gemacht, um das schlussendlich dann so ausgehen zu lassen. Und wir haben schon den Eindruck, dass da auch der Herr Pilnacek das eine oder andere Wort mitgesprochen hat. Richtig. Wir haben auch diese Problematik immer wieder angesprochen, auch ich selbst mehrfach. Die Frage ist schlussendlich nur die, schickt man den Herrn Zupan weg und damit auch die ÖVP-Auskunftsperson oder nicht? Und um diesen Trick, und nichts anderes ist es, der ÖVP nicht zur Mode werden zu lassen, haben wir darauf verzichtet. Aber noch einmal, eigentlich wird damit die Geschäftsordnung des Untersuchungsausschusses gebrochen, weil wir dazu genötigt werden, um nicht die Auskunftsperson zu verlieren, weil wir dazu genötigt werden, Vertrauenspersonen in diesem Verfahren dabei zu haben, die Aktenbestandteil sind, die befangen sind oder sonstiges. Also alles das insgesamt eine Melange, die man eigentlich nicht braucht. Dankeschön.